Hallo, liebe Zuseher, und zwar möchte ich heute ganz kurz die neuen Wilvo-Router-Funktionen in der neuen Beta-Version, die jetzt auch WireGuard enthält, vorstellen, und wir schauen uns das jetzt einmal ganz kurz an. Wie immer, lest unseren Testbericht zu Wilvo-Router, den wir auch heute aktualisieren werden. Und wenn wir hier auf den Wilvo-Router gehen, dann sehen wir, ich habe jetzt die Version 1.3.0 Beta 15 installiert, und ab 1.3 haben diese Beta-Versionen eben auch WireGuard integriert. Ja, grundsätzlich sieht das alles jetzt noch alles sehr normal aus. Ja, ich habe hier in den Devices, in den Geräten, drei verschiedene Geräte gerade verbunden: einen Chromecast, meinen Mac und ein Pixel 5 Handy. Das ist jetzt nichts Besonderes, da hat sich auch nichts geändert. Die großen Änderungen finden eigentlich erst statt, wenn man unter VPN-Providers geht. Und zwar gehen wir da jetzt mal rein. Hier habe ich ein paar Provider angelegt. Und wir werden hier einen neuen Provider hinzufügen, nämlich mit WireGuard, und ich zeige euch jetzt wie. Dazu machen wir als erstes mal, wir haben einen eigenen WireGuard-Server. Übrigens, ich kann euch den auch kostenlos mal zur Verfügung stellen zum Testen. Bei diesem WireGuard-Server holen wir uns jetzt eine Konfiguration runter. Nennen wir die mal Wilvo Frankreich. So. Jetzt öffnen wir diese Konfiguration, und zwar in einem Texteditor. Wie gesagt, sehr wichtig, dass man das in den Texteditor ändert, öffnet, denn wir müssen auf den Text, der da eben vorkommt, drinnen zugreifen. So, hier haben wir es. So, das ist jetzt diese WireGuard Client Konfiguration, so wie wir sie von unserem Provider oder in dem Fall jetzt von unserem eigenen VPN-Server eben haben. Und das brauchen wir auch. Die kopieren wir uns jetzt mal ganz kurz. Ja. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt gehen wir wieder an den Wilvo-Router und sagen, wir machen einen neuen Provider. Ja. Und hier fügen wir jetzt diese Konfiguration ein. Ja. Also die ganze Konfiguration, die ich hier vorhin runtergeladen habe, hier den Text mit einem Texteditor sozusagen auslesbar oder lesbar mache, die füge ich hier ein. Wir gehen auf Update Konfiguration. Wir nennen das Ganze jetzt noch VPN-Tester Server Premium. Und hier haben wir diese Konfiguration angelegt. Wie gesagt, ihr seht, das ist auch ein Server in Frankreich. Das ist ganz normal in meinem Fall. Das sind jetzt nur Testdaten. Wir daten hier die Daten ab, damit wir das schön finden. Und jetzt gehen wir wieder unter Geräte. Und als erstes, ich könnte das jetzt schon hier auswählen. Ja, um eine Verbindung herzustellen. Mache ich aber nicht. Ich mache jetzt eben eine Gruppe. VPN Tester Premium Server. Und wir jetzt mal diese Gruppe hier verbinden. Ja, also wir gehen, wählen das aus. Würden wir hier mehr Konfigurationen angelegt haben, würden wir die hier sehen. Hier sehen wir jetzt nur Paris. Und verbinden das mal. So, ist jetzt auch schon verbunden, und das, was jetzt wichtig ist, ihr seht es jetzt hier unten, das ist jetzt mit WireGuard verbunden. Ihr könnt euch auch hier die Konfiguration anschauen, die hier verwendet wird, also um zu überprüfen, das ist das Korrekte. Und jetzt könnte ich einfach dieses Gerät hier raufgeben, also meinen Mac. Wir können jetzt mal schnell schauen, ob wir bereits in Paris jetzt sind. Ja. Habe ich vergessen. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, ob wir schon in Paris damit sind. Ja, absolut. Wir können jetzt auch gleich mal einen Speedtest machen damit. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt nur eine 250 Megabit Leitung hier zur Verfügung, also es kann nicht viel mehr als 250 Megabit daher werden. Aber das werden wir einfach gleich sehen. Starten mal den Test. Ja, wie ihr seht, volle Geschwindigkeit grundsätzlich. Also, dass das jetzt von mir, ich bin jetzt gerade in Österreich nach Frankreich, ein bisschen dauert, und ich habe dann jetzt auch noch eine Satelliten-Internetverbindung, das heißt, die schwankt ein bisschen, sie ist halt maximal 250 Megabit in etwa. Aber das läuft einfach ganz normal, und man hat praktisch auch die ganze Geschwindigkeit zur Verfügung. Das ist eigentlich schon alles, was man bedenken muss. Das heißt, alles andere funktioniert so, wie wenn man jetzt OVPN-Verbindungen oder wie wenn man jetzt OpenVPN-Verbindungen herstellt. Wir können jetzt zum Beispiel mal eine Gruppe machen, da seht ihr das zum Beispiel bei Surfshark.
Machen wir eine Gruppe, ändern wir das Gerät in Surfshark rauf und jetzt verbinden wir das mal mit Surfshark hier. Ich weiß jetzt nicht, ist egal, nach Österreich. Stellen wir hier ein anderes Gerät darauf. Da wird die Verbindung jetzt auch stattfinden, mit Surfshark halt. Und die ist jetzt hier OpenVPN, ihr seht. Ja, also ihr seht hier den Unterschied. Hieran erkennt ihr, ist er jetzt mit Wired oder ist er jetzt mit OpenVPN verbunden. Und ja, das ist grundsätzlich der einzige Unterschied, den man hier sieht. Und bei den VPN-Providers, wie ihr gesehen habt, wenn man hier einen neuen anlegt, wir werden das einfach jetzt noch einmal ganz kurz machen. Wir werden uns jetzt noch einen OVPN-Konfiguration anlegen. So, da gehen wir hier auf die Schlüsselverwaltung. So, machen wir eine Konfiguration. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel Schweden, Stockholm, irgendeinen Server, generieren den Schlüssel und gehen jetzt hier Konfiguration anzeigen. Das ist hier sehr praktisch, das heißt, wir kopieren diese Konfiguration, machen hier einen neuen Provider und wie gesagt, hier könnt ihr entweder immer die OpenVPN-Dateien eingeben, aber wenn ihr die WireGuard habt, rein kopieren. Nennen wir das Ganze jetzt OVPN WireGuard Test. Hier haben wir diese eine Stockholm-Verbindung jetzt drinnen. Und wie gesagt, ich wiederhole das jetzt einfach mal. Wir machen hier eine neue Gruppe. OVPN Test WireGuard. So, da ist die Gruppe. Geben wir das Gerät drauf, damit wir auch eine Verbindung haben, wählen hier OVPN WireGuard Test aus, haben wir die Verbindung, so, und klappt eigentlich. Ja. So, jetzt sind wir, wie gesagt, jetzt können wir das nochmal überprüfen, aber wir sind jetzt wieder in Stockholm. Ja, absolut. Also, Sie haben WireGuard integriert, auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise, nämlich auf dieselbe Art und Weise wie OpenVPN ist. Das finde ich einfach wirklich toll. Das ist super einfach. Die Geschwindigkeiten, die ihr erreichen werdet, sind, wie gesagt, jetzt vielleicht deutlich höher. Wobei man sagen muss, der Velvo-Router war bis jetzt ja schon mit 400, 500 Megabit, im Idealfall mit OpenVPN, super, super schnell. Mit WireGuard werden aber auch die VPN-Server weniger belastet. Das heißt, es ist ein bisschen unabhängiger davon, wie gut ausgelastet der VPN-Server derzeit ist, wird sehr höhere Geschwindigkeiten erreichen. In meinen Tests haben wir bis jetzt 660, 700 Megabit zusammengebracht. Man muss jetzt aber auch sagen, wenn wir über diese Geschwindigkeiten reden, da hängt dann schon sehr viel auch davon ab, wie schnell diese Geschwindigkeiten überhaupt übers Internet gehen. Ja, also geht nicht davon aus, dass das jetzt zu jeder Tageszeit mit jedem Standort und so weiter funktionieren wird, dass ihr 600, 700 Megabit zusammenbringt, das ist schwierig. In einem lokalen Test, also dort, wo wir sozusagen die Internetgeschwindigkeit ausgeschlossen haben, also wo der Velvo-Router sich einfach zu einem VPN-Server direkt ohne sozusagen Reduzierung der Geschwindigkeit durch das Internet verbunden hat, haben wir auch über ein Gigabit zusammengebracht. Also das ist echt kein Problem. Es liegt nicht am Velvo-Router, wenn es jetzt schneller oder langsamer ist. Vor allen Dingen nicht, wenn es mit WireGuard funktioniert. Was kann man noch dazu sagen? Und zwar der VPN-Server selbst kann bis jetzt immer nur noch OpenVPN-Server. Das heißt, man kann sich nur mit OpenVPN zum Velvo-Router verbinden. Man kann hier noch nicht WireGuard-Server verwenden. Ich denke, das wird noch später ein bisschen dazukommen. Sonst haben sich nicht so viele Dinge geändert in der neuen Version. Mir wäre jetzt eigentlich nichts aufgefallen. Es hat geheißen, dass kleine Bugfixes, Anzeigeprobleme und solche Sachen sich geändert haben. Mir wäre jetzt persönlich gar nichts aufgefallen. Ja, also ich denke, die größte Veränderung durch die neue Version 1.13 ist einfach, dass jetzt WireGuard funktioniert. Das ist aber auch die Forderung, die wir hatten. Also das sollte unbedingt gehen. Vielleicht jetzt noch ein Thema zu den Abos, die Velvo anbietet. Hier gibt es zwei verschiedene Arten. Entweder habt ihr den Router gekauft, bevor ihr sozusagen ein Abosystem, also bevor die Router billiger geworden sind, die Hardware. Wenn ihr den zu dem Zeitpunkt gekauft habt, dann ändert sich auch nichts daran. Ja?
Habt ihr ihn danach gekauft, also eine billige Hardware sozusagen, weil früher war die Hardware um 400, 500 Euro, aber jetzt ist die Hardware ja um 200 Euro oder so verfügbar. Wenn ihr dann zu dem Zeitpunkt gekauft habt, dann gibt es nach einem Jahr die Möglichkeit, entweder nehmt ihr einen Tarif und habt unbegrenzt viele Gruppen, unbegrenzt viele Geräte, oder ihr habt einfach die Möglichkeit, nur noch eine Gruppe zu verwenden dann damit. Ja, das ist aber kostenlos verfügbar. Das heißt, ihr könnt sehr wohl kostenlos ein Vilvo-Abo sozusagen nutzen. Bekommt dann auch alle Updates, aber ihr seid dann limitiert sozusagen nur noch auf eine Gruppe, auf eine gleichzeitige Verbindung. Ja? Das ist halt einfach so. Ich verstehe, dass Vilvo extra Geld verlangt für Softwareentwicklung, sie müssen das auch updaten und so weiter. Und ich kann euch auch sagen, grundsätzlich ist es für Vilvo überhaupt kein Geschäft, das zu machen, schon gar nicht mit der Hardware von den Routern. Das ist einfach so. Ja? Also es sind Entwicklerressourcen, die hier laufend Updates und so weiter machen müssen, und das kann man nicht ganz kostenlos machen. Vilvo ist jetzt ein kleiner Anbieter, nicht wie Asus oder so, die, ich weiß es nicht, 250.000 Leute oder so angestellt haben. Die können sich das nicht einfach leisten, und da werden die Kosten einfach dann sozusagen auf den Nutzer über ein Abo-Modell abgewälzt. Aber gut, das kennen wir aus anderen Dingen. Ihr könnt aber die Vilvo-Hardware auch ohne Abo, ohne kostenpflichtiges Abo, wie gesagt, nutzen. Das ist ganz wichtig. Ihr seid dann halt ein bisschen limitiert bei der Anzahl der Geräten bzw. Anzahl der Gruppen, die ihr einrichten könnt. Wenn ihr mehr zum Vilvo wissen wollt, dann empfehle ich euch auch, mein Einrichtungsvideo anzuschauen über den Vilvo. Da gehen wir wirklich alle Einstellungen durch, da schauen wir uns jedes Detail an, da erkläre ich alles, wie das funktioniert. Daran hat sich nämlich jetzt nichts geändert, da möchte ich es nicht wiederholen. Ja, und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit Vilvo und mit WireGuard. Nochmal ganz wichtig, verwendet unseren Testbericht, schaut euch hier an, wir werden den heute updaten. Ja. Damit die neuesten Informationen drinnen sind, und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank und Servus.